100 Meter Fanfreundschaft auf Sächsisch. Auf dem Rasen aber ruht die Verbrüderung für 90 Minuten, auch weil Dresden auf Revanche sind. Dynamo hatte das Hinspiel im Herbst überraschend mit 1:2 verloren. Julius Kade mit dem Chip und Brinkies boxt den Ball noch um den Pfosten. Da ferner noch mit ein paar Strähnchen dran. Markus Korzynski will 3 Punkte auf der Torte. Der Dynamo-Trainer wird heute 51. Auch Dresdens Niklas Kreuzer hat heute Geburtstag. Den packt der Coach nach dessen starken Comeback letzte Woche aber erstmal auf die Bank. Ecke Dresden durch Paul Will. Sohm steigt hoch und der Ball ist drin. 1-0 Dresden nach 38 Minuten durch Pascal Sohm. Der Spitzenreiter führt. Nicht der Gegner stört Sohm da, sondern der eigene Kapitän Tim Knipping bekommt den Ball dann aber trotzdem im Tor unter. Zwickaus Keeper Brinkies steht schon hinter der Linie und greift beim Rettungsversuch noch weiter nach hinten. Treffer ist also korrekt. Zwickau das Team mit den meisten Heimniederlagen der Liga. 7-mal setzte es zu Hause schon eine Pleite. Bis kurz vor der Pause kommt nichts von denen. Dann Schikora, ein Schwenk, lässt Sohm stehen. Marco Schikora, erste Chance Zwickau nach stolzen 42 Minuten. Rein in die Nachspielzeit. Da ferner verlängert, Sohm kommt mit Tempo gegen Schikora und Kanzer. Handspiel reklamiert er und er bekommt den Pfiff von Schiedsrichter Patrick Kessel. Kanzer bekommt den Ball aus 1 Meter Entfernung an den angelegten, aber auch leicht angewinkelten Arm. Eine harte Entscheidung. Christoph da ferner gegen Johannes Brinkies. 2-0 Dresden. Christoph da ferner entscheidet sich für die Mitte. Brinkies spielt mit. Direkt danach ist Pause. Zweite Hälfte, 53. Minute. Freistoß Dresden. Paul Will vorhin mit dem Assist zum 1-0. Wieder muss Brinkies daran. Kann erst spät reagieren, weil er nicht weiß, ob da ferner den Ball noch ablenkt. Zwickau wechselt 4-mal, bringt offensiv unter anderem Felix Drinku, der mit der Flanke auf Manfred Starke, der taucht ab. Der Fuß von Quadwo nah an Starkes Schädel, der aber auch sehr tief über die Halme fliegt. 5 Minuten noch, jetzt der Anschluss und das wird ja nochmal spannend. Maximilian Wolfram vorbei. Dresden gewinnt souverän in Zwickau mit 2-0, wobei am Ende alle, vor allem über den spielentscheidenden, umstrittenen Elfmeter kurz vor der Pause diskutieren. In meiner Wahrnehmung war das überhaupt gar kein Elfmeter. Ich habe es mir dann jetzt gerade noch mal angeschaut und meine Meinung hat sich nicht geändert. Habe ich gesehen, dass da eine Berührung ist, aber ich glaube, heute weiß schon keiner mehr, ich selber nicht. Macht man es, pfeift man nicht. Wir haben sowas schon 2-mal gegen uns bekommen, da haben uns auch alle angeguckt. Am Ende sind es übrigens 16.825 Geistertickets geworden. Wenigstens etwas nimmt Zwickau aus diesem Spiel mit. Dynamo freut sich über 3 Punkte. Im Aufstiegsrennen noch einen Tick wertvoller.